Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexsum.de. Das ist die Videoanalyse des Tages, heute zum Thema Cable bzw. British Pfund gegen den US-Dollar. Aber wie immer am Anfang die Risikowarnung. Der Cable hier im Daily Chart zu sehen. Ja, es ist soweit. Wir haben den ersten Test gesehen, dieses kleinen Supports oder dieses, nicht was, kleine Support, ich rede hier Mist. Dieses Supports an sich ist kein kleiner Support, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Support, der einen kleinen Fehlausbruch erlebt hatte, so wollte ich es formulieren, und von oben her getestet wurde. Aber jetzt muss ich dazu sagen, wir sind jetzt hier an diesem markanten Widerstand angekommen. Kombination aus der Oberseite dieses ja, kleinen abwärts gerichteten Trendkanals. Dann verläuft hier der Daily 272er EMA, das Upper Bollinger Band im Daily Chart, gleichzeitig auch der horizontale Widerstand, den wir hier sehen. Und außerdem, wenn wir die Pivot Points noch mit zu Rate ziehen, dann sehen wir, dass wir hier den Monthly R1 Pivot Point haben, beziehungsweise den Daily R2, also den heutigen Daily R2. Deshalb wirklich sehr, sehr viel Widerstand an dieser Stelle. Und dementsprechend könnte es durchaus sein, dass wir hier noch einmal eine Korrektur sehen. Ja, beispielsweise dann morgen oder übermorgen hin zu diesem Supportbereich hier unten. Einfach um das Ganze auch nochmal deutlich auf Daily-Basis zu testen, um dann letztendlich hier den Ausbruch in die Long- oder in die Short-Seite zu vollziehen. Denn dann, das wäre ja das Ziel, dass wir hier wirklich mal ein klares Signal bekommen, in welche Richtung das hier weitergehen soll, ob er eben doch noch hier ausbricht aus diesem großen Trendkanal, den wir auch im Weekly Chart sehr, sehr schön sehen, oder ob er eben sich weiter erholen kann. Und diesen kleinen Trendkanal, ich will es nicht bullische Flagge nennen, ja, es ist einfach ein kleiner abwärts gerichteter Trendkanal gewesen, ob dieser eben ausbricht, und dann können wir uns hier an den Fibonacci-Retracements ungefähr orientieren, um die nächsten Ziele festzulegen. Auch hier wieder, natürlich bieten sich die, auch hier bieten sich die Pivot Points wieder an. Beispielsweise der Monthly R2 Pivot Point, der sich hier bei ca. 1,58, 1,59 formiert, hier an diesen Widerständen von, ja, von Mitte Juni dieses Jahres, diesen Jahres. Und dementsprechend wäre das hier ein sehr, sehr schöner Target. Aber dafür muss er eben erst einmal ausbrechen, wirklich aus diesem Trendkanal. Wenn er das diese Woche noch tun sollte, ja, auf diesem hohen Niveau hier ausbrechen sollte, dann heißt das natürlich, dass wir wieder auf den Retest warten an diesem Trendkanal, beziehungsweise könnte das vielleicht sogar sehr, sehr schnell gehen, dass wir hier ausbrechen, den Trendkanal recht schnell testen und gleichzeitig diesen horizontalen ehemaligen Widerstand dann einem Retest unterziehen. Ja, und dann hätten wir hier das nächste Target mit ungefähr 350 Pip und das nächste, der nächste Pivot Point hier, der nächste horizontale Widerstand bei ca. 1,60 ist eben auch die glatte 1,60er Marke hier. Da wird er schon reagieren, nehme ich mal an. Und dann wollen wir uns so Stück für Stück weiter hocharbeiten innerhalb dieses Trendkanals. Ja, was bleibt noch zu sagen? Viel ist es nicht, muss man ehrlich gesagt zugeben, denn ja, Widerstände, Unterstützung haben wir geklärt. Das Einzige, was man jetzt vielleicht noch kurz oder als kurzfristiges Setup sehen könnte, wäre beispielsweise, oder als kurzfristigen Einstieg, der jetzt in Kürze kommen könnte, wäre, wenn sich der Kurs hier wirklich in diesem Bereich stabilisieren könnte, also bei ca. 1,5180 bzw. 1,5150 ungefähr. Und ja, das wäre ein kurzfristiger Einstieg. Alles andere, also hier drüben, also hier drüber, hier drunter, müssen wir sowieso auf den Retest warten. Und alles, was zwischen diesem Support und diesem Widerstand liegt, ist charttechnisches Niemandsland, brauchen wir überhaupt nicht gucken. Da sieht man nur Gespenster, hat absolut gar keine Relevanz. Gut, in diesem Sinne war es das eigentlich schon für die heutige Videoanalyse des Tages. Wir hören uns natürlich heute Abend im Live-Chat, beziehungsweise dann morgen wieder im Forex Morning Statement. Bis dahin wünsche ich erst einmal viel Erfolg. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.